Du bist voll am Übersprudeln, wirklich crazy. Ich bin immer so. Aber bist du immer so gewesen? Ja. Wir haben sie irgendwie in die Rauscholine hineingeschossen. Oder ich weiß nicht, in die Brühe, ich weiß, bei Asterix und Obelix. Der Miraculix-Trank. Ja, Miraculix-Versi. Nein, das war eigentlich immer schon ein bisschen so. Und wenn ich auch mal 30 Jahre jüngere Freundinnen habe, dann ist es meistens so, dass sie mich entschleunigen muss und nicht umgekehrt. Oder? Und nein, ich spüre im Moment, das ist mir strange, ich habe mich das gestern gefragt, warum spüre ich eigentlich nichts vom Alter? Vielleicht. Ich bin über 60 und mir dünkt, sie haben mehr Power als mit 18. Wie fühlst du dich, wenn du mit anderen 60-Jährigen umhängst? Wie fühlst du dich? Ich schlafe ein. Ja, meistens. Scheiße, Mann. Fühlst du dich unwohl? Wenn du unter... Ich schlafe ein, Mann. Mike heisst du, ja. Oder? Mike, ich schlafe ein. Meistens. Ausser es ist jemand gerade auf Augenhöhe. Und ist auch in Miraculous drin. Was hast denn du anders gemacht? Bist du einfach innerlich so ein geiles Ich, dass du irgendwie den Zugang zum Kind nicht verloren hast? Oder was machst denn du anders? Ich soll die Sprüche auf der Seite lassen. Ich hatte wirklich das Glück, sehr gute Eltern zu haben. Mhm. Also, die wirklich mir immer gesagt haben, schau, lass dir nichts gefallen und gross denken. Mhm. Du nicht mit den Dummen zu lange argumentieren, weil das geht in die Spirale runter. Das hilft dir nicht, zieht dich runter. Also erstens mal gute Erziehung, darum sage ich auch, das ist wirklich wichtig, das kannst dankbar sein, wenn du gute Eltern hast. Und dann, dass ich die Musik gefunden habe, wo ich mit 16, 17 wirklich noch nicht wusste, wo es jetzt durchgehen soll in meinem Leben. Weißt du, was jetzt läuft und so. Und in der Musik ist auch Medizin, mit Jungs zusammen zu rocken, das ist auch das grösste Abenteuer, das es überhaupt nur gibt. Oder? Und dann diese Balance und nachher noch gute Frauen noch zwischen ihnen zu haben, Musiker ziehen, die guten Frauen an. Also ich staune manchmal selber. Weißt, in der Grundschule hatte ich kaum ein Chick. Es war eine Katastrophe, auf Deutsch gesagt. Ja, Mama, ich komme gerade. Nein, also weißt, es war einfach es ist schlimm. Gewesen. Und plötzlich machst du Musik und dann laufen dir die ganzen Horten von Bambis zu. Oder du musst sagen, hey, muss ja, das Leben ist super geil. Also ich muss so dankbar sein, jeden Tag, dass ich so ein Leben führen darf. Oder nicht? Ja, also ich bin es schon ein bisschen. Und dann willst du noch zahlt dafür, Mike. Was du nicht wirst. Ist ja schlimm. Oder nur wenig. Wird ich nicht bezahlt? Nein, ich glaube viel zu wenig für das, was du bist. Ah, danke schön. Ja. Also, wirst du wirklich der Programmchef von Choice? Das gefällt mir sehr.